Vielen Dank, Dankeschön, herzlich willkommen. Am 18.12. zu Late Night Gaming, zum Spätabendspielkreis. Herzlich willkommen am 4. Advent, Sonntag, 18.12. 21.47 Uhr haben wir. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Buenos Dias, Argentina. Das ist das heutige Thema. Warum, wieso, weshalb? Ich kann es verraten. Heute ist der 18.12., der letzte Tag der Weltmeisterschaft in Katar. 4 Wochen Fußball pur. 4 Wochen, ich sag jetzt mal, Unwohlsein während dieser WM, zumindest was das Menschliche angeht, sind vorüber. Die letzte Partie in Katar wurde gespielt zwischen Frankreich und Argentinien und es war ein sensationelles Finale. Das Beste, was wir gesehen haben. Punkt aus, fertig. Es war das beste Finale und das sage nicht nur ich einfach so, sondern das haben viele Experten, ich zitiere da einfach mal Bastian Schweinsteiger, er hat gesagt, ab der 80. Minute das beste Finale, was er je gesehen hat. Nicht das beste Finale, was er selber mitgespielt hat oder bei dem er selber mitgewirkt hat, denn das war nämlich 2014, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Wer ist es dieses Jahr geworden? Hä? Na komm, wenn die Sendung heute Buenos Dias Argentina heißt, da wird es wohl nicht Allele Bleu am Ende gewesen sein, oder? Lionel Messi und Argentinien sind Weltmeister. Es freut mich. Es freut mich für den GOAT. Es freut mich nicht für Tom Brady, sondern für im Fußball den Greatest of All Time. Es freut mich für Lionel Messi. Er hat es geschafft. Er hat seine Karriere in der Nationalmannschaft gekrönt mit dem Weltmeisterpokal. Sensationeller Typ. Schade natürlich für die Franzosen. Schade für Mbappé. Der Typ ist aber jung. Gut. Sensationeller Spieler, der wird in die Fußstapfen treten von Lionel Messi. Das hat man auch heute wieder gesehen. Ganz, ganz tolles Spiel. Über die WM generell kann man sich streiten, aber das Finale war Weltklasse. Richtig gutes. Also, richtig gut. Ja, es ist so. Dieses WM-Finale, es hat mich tatsächlich entertained. Einfach, ich saß 3,5 Stunden vorm Fernsehen mit der Anfangsberichterstattung plus Siegerehrung und so weiter. Ich saß 3,5 Stunden vorm Fernseher und war einfach unterhalten. Es hat mich richtig gut unterhalten. 3,5 Stunden lang habe ich mich von einem Fernsehprogramm und dann auch noch vom ersten Fernsehprogramm von der ARD richtig gut unterhalten lassen. Und das weiß ich nicht, wann das letzte Mal so der Fall gewesen ist. Muss ich tatsächlich sagen. Ist bestimmt schon 4 Jahre her. War das noch 4 Jahre? Naja, ich weiß auch nicht. Also, wir sprechen etwas mehr über das Spiel. Lionel Messi gegen Mbappé, die zwei Pariser Stars. Messi zum Ende seiner Karriere. Man weiß ja noch nicht, ob er aufhört. Das heißt du immer in den Medien so. Man weiß ja nicht, ob er aufhört. Vielleicht macht er nochmal weiter. Auf jeden Fall mit 35 gewinnt er den WM-Pokal. Er hat die Mannschaft getragen. Auch im heutigen Spiel wieder. Wir fangen chronologisch an. Tor 1-0 Argentinien, wer macht's? Lionel Messi. Elfmeter, den gab es. Lionel Messi hat ihn verwandelt. Oh, strittige Entscheidung, weiß ich nicht, keine Ahnung. War auf jeden Fall ein Elfmeter, er hat ihn reingemacht, bumm, zack, fertig. Angel Di Maria kam dann um die Ecke mit dem 2-0 innerhalb der ersten 45 Minuten noch. Und da muss man sagen, Frankreich hat die ersten 45 Minuten erstmal komplett verschlafen. Danach ging es aber nochmal 35 Minuten weiter, wo Frankreich immer noch enorm geschlafen hat. Und irgendwann kam dann dieser kleine Kylian Mbappé, der einfach einen riesengroßen Traum hat. Elfmeter, Tor, sensationelles Tor dann nach einer wirklich wunderbaren Vorlage. Hochgespielt, ich glaube von Camavinga war es. Mbappé nimmt den Ball Volley. 83. Minute, 2-2 im WM-Finale. Sensationell, wie Mbappé das Ding da wirklich im Tor unterbringt. Nachspielzeit, wieder Messi-Tor, Mbappé kommt aber nochmal zurück mit einem weiteren Elfmeter. Es ist sensationell und wie endet das dann, wenn es schon 3 Elfmeter gab in der Partie? Natürlich im Elfmeterschießen. Wie auch sonst. In der Partie gab es schon 3 Elfmeter. 2 für Kylian, 1 für Leo und im Elfmeterschießen, beide haben auch wieder verwandelt. Messi hat verwandelt, Mbappé hat verwandelt. Es ging so weiter. Problem war nur, dass die Franzosen nicht ganz ihre 1000 Elfmeter in der Saison vollgemacht hatten, die Luis Enrique angeordnet hatte. Ach, das war gar nicht Luis Enrique, der das angeordnet hatte. Wer denn sonst? Didier Deschamps. Es hat einfach nicht sollen sein. Die Franzosen im Elfmeterschießen zu nervenstark, waren natürlich auch viele Jüngere dabei, Camavinga, Tchouaméni, die haben verschossen.
Und dann ist es halt am Ende irgendwie ein bisschen schwierig mit solchen, also das ist ein enormer Druck, in einem WM-Finale einen Elfmeter zu schießen. Es ist geisteskrank. Mbappé hat 3 davon geschossen und 3 verwandelt. Das muss man auch mal wirklich groß anmerken. Mbappé, das ist eine richtig gute Leistung, vor allen Dingen auch mental, ist der Typ richtig, richtig da. Also mental Mbappé in einem solchen großen Finale, ja, 3 Elfmeter und dann noch in dieselbe Ecke zu schießen, da hatte Emiliano Martinez manchmal auch sogar noch einen Finger dran, aber er hat es nie hinbekommen, den Ball aus dem Kasten rauszuhalten. Es ist, mental war Mbappé absolut da. Ich hoffe nicht, dass der irgendwie zusammenbricht nach so einem WM-Finale. Das wird absolut in den nächsten 10 Jahren der Top-Spieler sein überhaupt. Also das hat man heute ganz klar gesehen. Sensationell. Ja, noch mehr freut es natürlich einen dann auf der anderen Seite für Lionel Messi. Der Fußballgott ist halt einfach ein Romantiker und dementsprechend krönt Lionel Messi seine fußballerische Karriere auch noch mit dem WM-Pokal. Ich freue mich für Leo, es ist toll. Auch der hat einiges gemacht für seine Mannschaft. Ich kann mich nur wiederholen, ich fand es war ein grandioses Finale und gerne soll es nächstes Jahr dann so weitergehen. Dieses Jahr gibt es keinen Fußball mehr, das war's mit der WM. Aber ist schon eine witzige Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Das ganze volle Programm habe ich nochmal mitgenommen von der ARD, die ganze Berichterstattung. Und interessant dann zu sehen, wie am Ende gibt es ja immer, ne, eine tolle Siegerehrung und so weiter. Lionel Messi, er stemmt den WM-Pokal nach oben. In dem Abspann, ja, von der ARD-Sendung. Und dann ist das Interessante, dass tatsächlich während diese Siegerehrung läuft, das hat man ja schon zigfach gesehen, allerdings noch nie in so einer Variante, wie es heute der Fall war, nämlich mit dem Lied Driving Home for Christmas und Lionel Messi reckt diesen WM-Pokal in die Luft. Sensationell ARD, ihr hebt euer Programm einfach auf ein neues Level. Das ist wirklich grandios. Gut, das war's mit der WM 2022. Wir gucken wieder zurück nach Deutschland. Da lief die Weltmeisterschaft natürlich katastrophal. Eine weitere Sache, die auch seit Jahren katastrophal läuft, ist die Bundeswehr. Sodom und Gomorra. Deswegen soll einiges an Geld investiert werden. 100 Millionen. Jetzt gibt's heute die Meldung, ein weiteres Problem. Unser Leopard-Panzer, alle, die wir davon haben, haben bei irgendeiner Übung gestreikt. Die funktionieren nicht mehr. Oh, gestreikt. Ja, und da ist dann natürlich die Frage, warum genau heute? Also ich meine, dass dieser Leopard-Panzer oder generell die ganzen Sachen, diese ganze Ausrüstung, die die deutsche Bundeswehr hat, dass das alles nicht funktioniert, das wusste man schon länger, aber warum kommt es gerade heute zustande? Oder ans Tageslicht? Hä? Warum gerade heute? Ich weiß es nicht. Aber naja, gut, 100 Millionen werden investiert, vielleicht können wir uns 2-3 Panzer davon kaufen. Und dann sind wir auch bereit für alles, was da noch kommt. Apropos bereit sein, das betrifft nicht unbedingt nur Deutschland. Wobei ich gehört habe, es betrifft doch nur Deutschland. Und zwar eine Region in Dortmund. Amazon möchte streiken und zwar noch vor Weihnachten. Das ist ja wohl eine Frechheit. Vor Weihnachten noch? Ja, Mensch. Wenn sie wenigstens nach Weihnachten streiken würden, dann könnte doch jeder noch seine Pakete bekommen. Oder ist das etwa der Sinn der Sache, dass manche Leute ihre Pakete nicht bekommen sollen? Ja, denn die Gewerkschaft Verdi ruft natürlich extra vor Weihnachten dazu auf, zu diesem Streik, damit sich auch jetzt was tut. Sonst sind nämlich die Käufer unzufrieden, wenn sie ihre Pakete nicht bekommen. Macht Sinn. Gewerkschaft Verdi, tolle Gewerkschaft. Die setzen sich für ihre Mitarbeiter ein. Ob dieser Streik so durchgeht, in Dortmund oder wo auch immer das ganze Verteilungszentrum ist, ist fraglich, Streiks sind angekündigt, mal schauen, was kommt. Ich kann froh sein, dass ich alle meine Tassen, die ich dieses Jahr kaufen wollte, schon zusammen habe. Alle Tassen im Schrank? Habe ich. Es gibt aber auch tatsächlich noch eine ernstzunehmende Meldung, außer den ganzen Quatsch, den ich schon geredet habe. Ab heute Nacht, wir haben es ja jetzt schon 10 Uhr am 18.12. Ab heute Nacht, und das zeigt er mir jetzt gerade schon an. Nee, Schnee erwartet. NRW, ja? Nee, Paderborn. Schnee erwartet, aber es soll Eisregen geben in der heutigen Nacht. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Eisregen. Man soll sich drinnen aufhalten, am besten nicht drinnen in einem Auto, sondern nein, drinnen in einem Haus. Und wenn es auch so eben geht, einfach nicht. Also man soll sich drinnen aufhalten, wenn es geht, nicht wirklich rausgehen und schon gar nicht Auto fahren. Warum? Eisregen.
Glatte Straßen. Sehr, sehr dringende Warnung. Ernstzunehmende Sache. Man will ja nicht am Ende des Tages mit einem neuen Maserati im Graben hängen, oder? Von daher, drin bleiben. Morgen früh ist es nicht bereinigt, die ganze Situation. Nein, irgendwann ab 11 Uhr klimmt das Ganze dann aber auch ab. Von daher kann man sich noch einen ganz ruhigen, entspannten Sonntag machen mit Udo Jürgens. Udo Jürgens, der ist heute Abend mit im Programm dabei, mit seinem tollen Lied zur Weltmeisterschaft 1978. Buenos Dias, Argentina! Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir sehen uns gleich drüben wieder in FIFA 23. Hi. Bis gleich.